So. Faye wieder mit normaler Stimme. Jetzt wissen wir auch, was das Problem war. Oh. Faye hat über die Cam irgendwie aufgenommen. Die Cam ist echt mega scheiße. Ja. Das heißt, alle, die gerade zugeschaut haben und die ganze, ganze Livestream waren nur... Also so, wie ich das mal an irgendeinem Let's Play dran gehangen habe. Ja, voll peinlich. Tut ja, mir so leid. Egal. Schreib's im Chat. Achso, ja, geht nur bei dir. War ich nicht. Ist behoben. Jetzt weiß ich, warum die alle auch abgehauen sind. Würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Ich hab Verständnis. Ich guck eh schon die ganze Zeit zu. Was denn? Du guckst mir die ganze Zeit schon zu. Ja, also Alerts heißt... gehen auf jeden Fall. Okay, dann war das mein Fehler nur. Weil hab ja gerade subscribed gehabt. Also ich war genau. Also abonniert. Abo. Danke fürs Abo. Mach ihn an. Der ist direkt wieder, der direkt wieder die abonniert bei der Stimme. Entschuldigung. War das jetzt fies? Ein bisschen, ne? Ja, war. Tat's sehr weh? Ja. Und dann habe ich alles richtig gemacht. Ich bin emotional angeschlagen. Ja, erschüttert. Dann habe ich alles richtig gemacht. Für deine Art. Das ist Standard. Ja, soll ich das sagen? Du hast mich gekränkt. Das, dann habe ich auch alles richtig gemacht. Oh, Scheiße. Ah, ja. Da habe ich Zwiebeln gepflanzt und pflanze da gerade Mais. Das ist emotional sehr gut. Ja, ich bin emotional so durcheinander. So. Okay, CPU geht bei mir jetzt aber auch auf 6,4%. Wie sieht bei dir so aus? 2,8. Geht aber. Sogar weniger als ich. Okay, jetzt 4,3. Also es variiert, aber das hat ja auch immer ein bisschen mit Minecraft und so zu tun. Ja, genau, genau, genau. Aber FPS habe ich halt wirklich 60 durchgängig. Okay, dann, ja gut, Minecraft hat jetzt nicht unbedingt auch so die schnelle Bildabfolge. Was ich, muss ganz ehrlich sagen, was ich bei Streamlabs jetzt geil finde, ich muss nicht mehr bei YouTube gucken. Ich habe hier einen Chat gelesen. Ja, das hast du jetzt aber, eigentlich auch bei OBS. Das hast du auch. Nein, Quatsch. Besser, auf jeden Fall ist es gerade ist eigentlich auch gar wie gut Streamlabs ist ja OBS. Source ist ja OBS. Das ist OBS, wollte ich gerade sagen. Es ist nur halt vereinfacht. Ja, eben halt an ihren Service angeknüpft. Ich finde das auch nicht schlecht. Also mir gefällt das echt ganz gut. Also ich muss echt sagen, ich bin im Moment noch sehr zufrieden. Jetzt habe ich einen Kackklumpen da oben noch, das gibt's ja nicht. Ja, okay, du hattest heute verworfene Frames leider. Nee, habe ich nicht. Boah, ach so. Verstehst du das immer noch nicht, oder was? Beziehungsweise Einbrüche. Mir sind die FPS abgeraucht. Also die Frames. Deswegen sage ich ja. Einbrüche. Ja. Ja, das hat nichts mit dem Frame verworfen zu tun oder so. Sondern deine 60 FPS, die sind bei mir im Highlight-Modus meistens bei Dings dann einfach auf 20 runtergerauscht. Wie bei mir jetzt zum Beispiel, jetzt gehen sie auf 59 gerade runter. Ist aber normal. Ja, natürlich, so dass die ein bisschen variieren. Genau, aber nicht, dass die von jetzt auf gleich auf einmal auf 20 gehen. Oder 15. Ja, das ist ein bisschen sehr krass. So, jetzt bräuchte ich ein bisschen Schadein. Verdammt. Ich glaube, die reise ich auch wieder ab. Du wolltest ja noch gucken. Ja, da muss ich gucken. Ich habe da jetzt umgestellt auf einen anderen Encoder. Ob das da dran lag? Keine Ahnung. Habe ich Steine dabei? Oh, ja, werden wir sehen. Mhm. Abwarten und Tee trinken. Ja. Genau. Ach, da kann ich eigentlich noch. Das Holz, oder? Ich hab's sogar noch. Eigentlich noch Holz.
Wohl beim Aufnehmen ist sowas immer blöd, wenn ihr, aber dafür, also beim Stream. Ja, ja, klar. Nein! Ach Mann! So was nicht mit mir. War ich gerade auch so irritiert. Aber du hast wieder was zu machen, also ja. Ja. War ja auch mal schön für dich. Ebenst. Das hat die Fee nur für mich gemacht. Damit er wieder was zu lachen hat. Genau. Ich habe sonst nichts zum Lachen hier. Bei ihr. Lalalala. Alles sogar. Er erzählt nur Bullshit. Genau gereicht. Nee, hat nicht gereicht. Scheißen. Dreck. Ah, ich hab noch welche. Alles gut. Reiß die ab, oder? Hab ich denn da gemacht? Ass. Doch, da habe ich die überhängt. Oh man, glaubt dir das jemand noch? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe, es ist mir einer glaubt und mir vielleicht zur Hilfe eilt. Also klappt es jetzt doch eigentlich ganz gut. Was denn? Also klappt es jetzt doch eigentlich ganz gut. Wenn man richtige Sound drin hat, dann ja. Ja, aber jetzt sind wir mal ehrlich, darauf muss er ja auch erstmal kommen, ne? Und eigentlich gerade so voll am Spacken ist. Ja, können wir uns wieder hinlegen? Ist das Bett dabei? Nee, hab ich nicht. Warum nicht? Feld. Weil ich das mitten auf dem Feld stehen habe. Da, ich liege. Ich weiß nicht, ich will hier meinen Keller aufbauen oder. Ja und? Ich hätte vielleicht doch quer bauen sollen. Ja. So, danke schön. Ich hab auch die. Das ist manchmal so anstrengend. Was? Hab ich jetzt mal wohl überhört. Hoffe ich. Wahrheit. Weiß. Das ist nur deine Wahrheit. Nur deine eigene Wahrheit. Mal gucken, du wieder nicht hat. Hören willst. Auch. Ja, noch bist du noch nicht so anstrengend wie mir. Was? Wie? Der Junior. So. Nur alles im grünen Bereich. Hallo? Was geht denn da? Es geht aber los hier! Mando! Entschuldigung! Was war das denn? Ich hab einen Mieser unterdrückt. Ach so. Oh, das tut aber weh dann zwischendurch. Also, oder das kann weh tun. Ja, vor allem, wenn er dann rausgeschossen kommt. Ihh, hast du hoffentlich die Kim ausgemacht, ey. Ihh. Fand ich so, du blöd, Mann. Bah. So doof. Die schießt kann im Livestream Rotz rum. So sieht man nur bei Faye. Ey, ist ja auch eine Art Werbung zu machen, ja, für sich. Ah, das war... Ach, du krass. Die rotzschießende Faye im Livestream, ja. Nennt sie Folge so, oder was?
auf, ich lach gerade. Oh Mann. Oh, ich muss aber den Hintergrund mal bei der Cam drauf machen. Das ist... Ja, okay, ja gut. Ich fand das jetzt gar nicht so schlecht, aber gut, kann man natürlich, kannst du auch ausblenden. Ja, weil davon hier ein bisschen vom Spiel gedeckt wird. Hm. Ah, Mann! Oh, Alter. Ey, bin ich ja nur noch Tränen am Lachen. Ist Titi-Warze? Nein, Titi-Nippel. Titi-Nippel? Stimmt. Dann sowas. Alter. Oh. Ganz ehrlich, irgendwie. Ja, alles von der Mutter. Wird der Tag echt komisch. Psst. Oh. Gott. Server hat gespeichert. Das ist ein Netzserver. So. Scheiße, ich hab jetzt das Falsche gesagt. Was denn? Was Falsches geschisselt. Okay. Brauch Decke, hab aber die Wände geschisselt. Also das ist sehr glorreich. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem Plan. Nicht. Heute voll planlos. Dabei also, war ich heute noch nicht mal arbeiten. Ich bin heute einfach. Ich wollte ja einfach nur eigentlich das Programm heute ausprobiert haben. Ey, da habe ich da echt fast 5 Stunden einfach gestreamt. Echt? Das war ein bisschen. Ja, ja. Ja, keine Ahnung, ich war ja frühstücken. Oh, ich habe hier Tropenholz versehen. Hast du Tropenholz hier angepflanzt oder war ich das versehentlich? Keine Ahnung. Okay. Ich jetzt nicht, dass ich das gemacht habe, aber. Nee, weiß ich jetzt echt nicht, das kann ich nicht. War frühstücken, also. Das streamt er einfach ohne mich. Bleib ich den so an, ey, du streamst einfach ohne mich. Und er so, ja, ganz knallhart, du, ja. Ich wollte nur testen eigentlich, ja. Ich wollte eigentlich nur 1-2 Runden Overwatch gespielt haben, so eben dran getestet haben und dann, ja, war eben halt, und dann habe ich den Huber noch gefragt, ob er nicht Bock hat, mit einer Runde zu zocken. Und dann kam vom Huber noch jemanden vorbei, der hat dann auch noch mitgemacht. Wobei, da haben wir auch nicht ganz so viele Runden gespielt, aber es war lustig. Es sei ja eigentlich auch die Hauptsache. Genau, der Spaß muss dabei sein, auch wenn wir verloren haben. Ja, von den Kugeln verloren, teilweise du. Deine schon. Ja, das andere hast du ja nicht gesehen. Nee, weil mein Akku so langsam platt. Ja, alles gut, alles gut. Du warst ja auch zum Frühstücken und nicht zum Livestream gucken da. Nein, 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 aber ich hab so gesehen, ey, schon so live ist so. Ey, ohne mich! So, weißt du, du bist gerade mal eben eine rauchen, denkst du so, oh. Aber das ist doch so eine Nachricht. Ich bin natürlich direkt darauf schreiben. Das war trotzdem witzig. Dann musstest du dich direkt erstmal beschweren, ne? Ja, sicher. Also einfach Livestream ohne mich. Mhm. Einfach außen vor, das geht gar nicht. Jetzt wachsen da Birkenholzhölzer, weißt du, jetzt, wo ich in der Umgebung schon abgeschlachtet habe, hier die Hölzer. Das gibt's doch nicht. So, zack. Achso. Ah, es war schon mega. Also, es war witzig, euch so zuzugucken. Also, dir zuzugucken. Du kannst sagen, hast du überhaupt gar nicht zugeguckt, wer Huber da war, oder? Nee, nee. Zeitlich war das jetzt. Nee, nee, alles gut. Ich wollte gerade nur sagen, war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Aber war spaßig, dass du trotzdem zuguckst. Wie gesagt, hat auch mega Spaß gemacht. Glaub ich dir auch. Was Wort. Langsam habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Bauernhaus. Es war auch witzig, dich zu gucken, also. Ich glaube, das wird auch langsam langweilig, das Bauernhaus, oder? Oder? Ich bin immer so ehrgeizig, ich muss immer alles fertig kriegen. Ja, ich denke nur immer, dass es dann. Oh, langweilig. Scheiße. Fuck. Wenn ich da an so einem Dach da mehrere Folgen sitze oder
so einem Zwischenboden. Ich halte es halt für langweilig. Drauf an, so langweilig. Das Gelaber hört sich auch keiner an. Was? Ich sag mal, Gelaber hört sich auch keiner an. Sehr störend, habe ich letztens nachgelesen. Oder letztens zu lesen bekommen. Mein Gelaber. Wer sagt das? Hat irgendwer mal geschrieben. Echt? Ja, jetzt bei, nicht auf Minecraft, sondern ich glaube, das war bei The Tribes. Schrieb jemand. Aber das Gelaber nervt, aber ich kann mich gar nicht auf das Spiel konzentrieren. Oder auf das Spiel konzentrieren. Okay. Ich hab's dann einfach kommentarlos gelöscht, das Kommentar. Ich wollte erst was geschrieben haben, hab mir gedacht, nee, komm, das ist nachher zu böse. Diejenige weinen dann, oder die, beziehungsweise diejenige weinen. Das war ist das jetzt raffen? Weiß ich nicht. Weil ich gedacht habe, das sind kommentarlose Let's Plays, aber ich dachte immer, so ein Let's Play ist eigentlich ein kommentiertes Spielen. Dass man da auch bei quatscht und so. Aber hey, was weiß ich denn? Ich weiß einen Scheiß. Also das habe ich noch nie gehört. Also ich habe ja schon gehört, wir sollen aufhören, uns anzuziehen. Ja, weil wir hassen es ja. Man merkt ja, dass man, dass wir uns hassen und das werden gefangen. So nach dem Motto. Fand ich dann sehr süß. Wollte eigentlich erst fragen, woher er denn seine Infos nimmt. Weil leben wir schon viel zu lange zusammen. Dass wir uns wirklich hassen. Ja gut, ich hasse dich schon. Ja. Die Info stimmt ja schon mal. Oh, hier. Nein, Quatsch, aber also ich fand das sehr ausschlussreich, dass man dann lernt von anderen und sich hasst. Ah, wir sind nicht immer liebevoll zu machen. Hör doch mal auf mit eurem Kindergartengeticke. Ja, haben wir auch schon gelesen. Haben wir auch schon gelesen. War auch schon mal. Ja. Kann mich nicht. Ich finde so ein bisschen, wenn man schon spielt, darf man auch ein bisschen Kind sein. Dann darf ja, man auch schon mal kindlich zicken. Außer ist es Spaß. Das ist ich gerade sagen, sie meinen das ja nicht wirklich ernst. Also, ich schon. Ich meine alles ernst. Na klar. Super ernst. Also ich meine es ernst, Faye nicht. Faye verarscht. Nein, aber, ja, ich sag mal so, das ist so ein bisschen unsere Hassliebe, die wir ausleben. Mist. Vor allen Dingen im Spiel. Ich tot bin wegen dem oder der wegen mir oder sonst irgendwas. Wenn ich gegen dem Spiel, ist das noch schlimmer. Oh nein, das wird in etwa jetzt dunkel langsam? Jetzt, wo ich mich gerade auf den Heimweg eben mache, schnell. Bitte nicht. Ja, aber ich finde das immer so lustig, dass manche Leute ja auch wirklich glauben, dass wir uns wirklich hassen. Also es kam ja bei dem einen Kommentar wirklich so rüber, so nach dem Motto, als ob es so wäre. Ja, zu Recht. Zu Recht, finde ich. Entschuldigung, ich kann einfach manchmal nicht mehr. Ich wollte das eigentlich jetzt voll ernst rüberbringen. Scheiße, ich musste lachen. Oh, es wird dunkel. Nein, ich bin gleich erst zu Hause. Naja, aber das frage ich mich. Faye, such schon mal dein Bett. Ich hab mein Bett. Wie man echt glauben kann, dass das ernst ist. Also. Na, vielleicht sind wir so gut. Ja, glaub ich nicht. So, Lichtchen, ich liege. Warte, ich trinke einen Schluck. Ich muss eben mein Bett hinstellen. Auch hier drin. So, ich liege. Wenn wir uns wirklich hassen würden, wären wir nicht so lang verheiratet. Wir sind viel zu lang dafür verheiratet. Leider. Weißt du denn, wie lange wir schon verheiratet sind? Ach, hör mal, da spricht man nicht drüber. Ernst. Nee. 12 Jahre? 13?
Im 2008 geheiratet, da waren wir schon 6 Jahre zusammen. Oh! 19 Jahre? 19? Nein! 2008 haben wir geheiratet. Wir sind 11 Jahre verheiratet. Und wir sind 17 Jahre zusammen. Nein, Schatz. Dann wird es jetzt echt Zeit für eine neue. Doch, der immer. Ja, nur so. Ich werde hier festgehalten. Ich kann keine neue kennengelernt. Das ist mein Hauptproblem. Echt jetzt? 2008 haben wir geheiratet. 2008. Wir haben 2000. 10 sind 11 Jahre. Leck mich am Arsch. 6 Jahre waren wir schon zusammen. Oh. Bevor wir geheiratet haben und hatten schon 2 Kinder. Das ist böse. Weil so sehr hassen wir uns. Das steht mal außer Frage. Ich bin geschockt gerade. So ein bisschen. Hast du damit nicht gerechnet, dass du so lange... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir echt so lange schon verheiratet sind. Lalalala. Du weißt aber noch, wann wir Hochzeitstag haben, ja? 23. Ey, 26. Ah, nee, 23, 26. Ja, ich komme dann wieder mal durcheinander. Warte mal, 23. Weil wir am... Was? Wir sind zusammengekommen am... Boah, diese Fangfragen. Haben wir den 26. Den haben wir am 26. geheiratet. Nein. Wir haben am 23. geheiratet. Wir mussten 3 Tage später heiraten. Weil sonst hätte jemand nicht kommen können. 3 Tage später haben wir geheiratet? Ja. Ja, dann wann sind wir denn zusammen? Und am 23. wann sind wir zusammengekommen? Am 23. haben wir geheiratet. Ja. Am 26. sind wir zusammengekommen. Ja, sind ja nicht 3 Tage später dann. Nee, andersrum. Genau. Am 23. sind wir zusammengekommen. Am 26. haben wir geheiratet. Das schon nicht an mir jetzt. Nee, da hab ich jetzt. Das ist ein bisschen verquer gehauen. Aber, nicht deiner Uhrzeit bestimmt. Apropos Uhrzeit, so langsam. Ich meine, ein paar Minuten. Ein paar Minütchen haben wir noch, aber es wird so langsam sicher. Kann ich gar nicht, ich muss ja. Hm? Ja, wir müssen. Da muss aber nicht arbeiten. Ich muss nicht arbeiten, Mann. Ja, ich auch nicht. Ich muss ja, aber. Die Pippe. Genau, da muss jemand zum Kindergarten. Das krieg ich hin. Das kriegst du hin, sagt sie. Oh, ich nehme das Bett mal lieber mit. Bitte. Ich mache hier erstmal alles zu und nachher kümmern wir uns hier um das Glasgedöns und so weiter. Ich höre schon wieder einen Zombie irgendwo. Du kannst ja auch nie mit mir reden. Irgendwo ein Zombie. So, jetzt habe ich das schön zugebaut hier. Und weiß nachher nicht, wie ich hier rauskomme. So, liebe Fee. Ja. Ich hab einfach gesagt, so, liebe Fee. Darf ich das nicht? Ist mir nicht? Nein, darfst du nicht. Okay. Weil das immer was Böses heißt. Dach, stinkende Fee. Besser? Bye. Okay, wo geht's hin? 1, 2, 3, 4. Ach so. Du kannst echt besser mit Discord, glaube ich, sprechen als mit dem Teamspeak.
Ja, ich glaube, da muss ich ein paar Einstellungen mal ändern. Voll verprasselt oben. Habe ich auch schon mal. Jetzt mal ich habe übrigens jetzt mal den Server bei Discord geändert, ne? Meinst du, dass das dann nicht behoben ist? Weiß ich nicht. Wir hatten, glaube ich, Zentraleuropa und ich habe jetzt mal Westeuropa gemacht. Also wir hatten ja jetzt in der letzten Zeit echt so viel. Aber komischerweise, du warst raus und es ging wieder. Entschuldigung. Es war echt leider so. Komm, warst du raus, ging es. Ja, so war Queen's Dauerzustand. Schauerzustand. Ist ja auch geil. Ich kann dann mit x Leuten dann quatschen, nur du darfst nicht dabei sein. 4, 5, 6, 7, 10. Mann! Ey, komm, das war jetzt gemein. Das war nicht gemein. Diskriminieren. Gar nicht. 12. War diskriminierend. Kein Stück. Ich. Person. Das war die Diskriminierung Wahrheit. In Person. Oh. Das war die Wahrheit halt. Mann, was mache ich denn heute hier? Ich habe voll den schnellen Finger heute irgendwie. Schneller als ich eigentlich in der Position bin. So. Noch Kacke herstellen. Dann geh um den Bot. Richtig Kacke. So, müssen wir nachher mal gucken, wo wir hier vielleicht eine Treppe oder so hoch machen. Würde ich sagen. Eigentlich könnte man noch eine Etage hier fast reinziehen. Fast. Hat nicht passt, wird passend gemacht, ne? Ich dachte nur fast. Nee, hab ich auch keinen Bock drauf. Du. Irgendwann möchte man die Baustelle auch mal abschließen. Kenn ich. Oder wenigstens so einigermaßen abschließen. Aber bei mir sind noch lange nicht so weit. Ja, bei mir hier auch eigentlich nicht, aber ich muss was anderes machen. Jetzt werde ich echt dröge irgendwann. Narrisch. Vielleicht fange ich einfach gleich einfach die Felder schon mal vom Bauern hoch. Aus an. Das könnte ich ja vielleicht machen. Ist vielleicht dann ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, schon die ganze Zeit nur Felder machen. Ich will noch ein paar Sachen, die ich an. Ja, mir fehlen auch so ein paar Sachen noch, die ich anpflanzen könnte. Sollte. Wird schon wieder dunkel? Nee, oder? Ah, so langsam wird dämmert's auf jeden Fall. Es dämmert. Ich glaub, da dämmert's. Oh, hab ich keinen Stein mehr? Jetzt muss ich wieder zurück in mein Haus. Hm? Marmor, Eisen, echt. Ja. Also, brauchst du nicht mehr mit Marmor? Marmor. Kann ich ja schon mal. Mich gleich um Sand kümmern oder so. Beziehungsweise um Glas. Ruhig das aber durch den Dings, dann haben wir da, ich glaube, ich dann fast klares Glas oder ziemlich klares Glas. Was kann ich mehr? Entschuldigung. So, ich brauche mal eben einen Burger hier. Und so marmorgeil sein wie ich. Das weiß ich nicht. Ich geh voll ab auf Marmor. Marmor, Stein und Eisenbricht. Naja, jetzt haben wir wenigstens den Fehler schon mal gefunden. Warum? Ein oder andere nicht so ganz gelobt hat. Wer hat nicht geflubbt?
Und das mit der Sprache nicht so ganz gefluppt hat. Ja, wer sie anhört wie ein Alien, ne, da würde ich auch Angst kriegen. Ne. Ach, jetzt ist es dunkel wieder. Ja, egal, jetzt gehe ich einfach in mein Haus rein und dann mache ich da einfach andere Dinge. Also ich baue hier weiter eben gerade die Felder. Ich habe zwar immer noch nicht alles angepflanzt, aber ich glaube, den Rest mache ich erst demnächst, weil nur unterirdisch zu bauen. Ich weiß aber auch gar nicht, was ich... Vielleicht mal mein Haus weiter ausbauen und schön machen, was? Kann ich eigentlich auch mal machen. Meine Zauberwerkstatt da vielleicht mal bauen weiter. Wie vielleicht auch mal. Was denn? Problem ist, man vernachlässigt ja so ein paar Sachen. Jo. Schade. Genau, der haut daraus ziemlich klares Glas. Das geht aber auch. Ne? Klares Glas, ja. Ziemlich klares Glas. Nicht klares Glas, sondern ziemlich klares Glas. Das geht aber eigentlich auch. Für ein Bauernhaus weißt du, reicht das. Ja. So generell. Vor allen Dingen, verbraucht Glas. Immer so viel Lava. Ja, ja. Hm? Klares Glas ist auch sehr teuer. Ja, weil du so viel Lava dafür brauchst. Und überall höre ich Polen. Du hörst so Polen? Hohle, Höhlen. Hohle. Eine Hohle. Eine Hohle, Hohle. Höhle. Hab ich hier damals nie zugemacht? Oh, das Skelett, man. Hab ich damals nie zugemacht? In Leitungen nicht? Ich bin da fast die hier zugemacht. Hä? Hier ist auch wieder alles frei. Hä? Irgendwas nur halb gebaut. Ja, hier fehlen irgendwelche Bodenstücke, aber ich weiß nicht warum. Ich bin ein wenig verwirrt. Boah, ich habe das Gefühl, ich habe heute schon wieder nichts geschafft, ne? Das habe ich auch gemacht. So eine Never-Ending-Story im Moment. Ja, aber ich muss noch ein paar Felder machen, damit ich die voll machen kann. Dafür brauche ich aber dann auch wieder Kacke. Ich bin echt gerade ein bisschen... muss ich immer die Felder ernten. Ich bin echt irgendwie so gerade ein bisschen erschrocken. Warum? Ich habe da hier alles zugemacht gehabt. Bin ich mir ganz sicher, dass ich hier alles zugemacht hatte. Okay. Auf alle Fälle hatte ich echt alles zugemacht. Komisch.